Jo, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ja, wir haben so noch den Datum, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Könnte ich jetzt nicht sagen, ist dabei. Jetzt kurz noch. Ja, kurz noch dreiviertel Vierer. Ja, nächster Flug. Was mache ich? Warum um die Zeit? Warum so bald? Warum im Dunkeln? Heute wird gebacken. Da hast du früh aufstehen. Der Ofen, der muss eingeschürt werden. Und bei den aktuellen Minusgraden, die wir haben. Ist mit einer Eischüren so, da muss ich ein wenig aufpassen. Da muss er langsam vorgeheizt werden, da darf ich noch nicht reintunnen wie Sau. Sondern der soll langsam hochbrennen. Weil sonst kann es mir passieren, dass es nicht zerreißt. Also das heißt, wenn ich ihn jetzt, wie in der Originalanleitung, den Ofen da innerhalb von 3,5 Stunden auf Temperatur bringe, dann könnte es unter Umständen sein, dass es nicht zerreißt. Beziehungsweise 3,5 Stunden, 2,5 Stunden sind es, glaube ich, zu gut bloß. Ach Gott. Aber ich sitze ja auf 3-mal der Holzneidung. Das ist relativ zügig. Mache ich aber jetzt doch nicht. Wie gesagt, wir haben Haus ein Minusgrade. Ich glaube, ich habe gerade auf dem Thermometer irgendwas von minus 10 gelesen. Noch zum Vierer. Auf jeden Fall schön frisch. Und wie gesagt, wenn der Ofen auch so kalt ist, dann lieber lässt man auch schön warm werden. Lässt man langsam hochbrennen. Dass ich das Gestein auch ein wenig ausdehnen kann. Und nicht so plötzlich von eiskalt auf knallhart geht. Ich glaube, der brennt. Naja, das Schlot brauche ich nicht zeigen. Das ist zu dunkel. Gut, ich lege mich jetzt nur ein kleines bisschen noch. So, und ich habe beim letzten Mal schon mal Rachenschränkler gezeigt. Und ich denke mal, wo Leute werden das bestimmt interessant finden, wie das Ding funktioniert. Ja, ich habe von meiner Mutter noch einen Limburger gekriegt. Den sollte ich einmal rachen. Ganz normalen Limburger aus dem Laden halt. Der wird in Paprikamantel eingepudert, könnte man sagen. Ja, da liegt er jetzt, da einer. Sind 4 Stück und der soll jetzt kalt gerachert werden. Kalt gerachert, naja gut, ihr seht ja, es ist Winter, also kalt ist es sowieso. Im Hintergrund seht ihr den Ofen, der dubelt da vor sich hin, der heizt jetzt richtig. Ja, kalt gerachert. Ich habe auch gezeigt, ich habe so einen Sparbrand, so ein Heizwendel und die habe ich jetzt bestückt, siehst du, genau. Und die soll jetzt den Limburger dann rachen. Ich habe jetzt das Räuchermehl rein. Das ist ein wenig verdichtet mit den Fingern. Und jetzt wird es auch gezunden. Du hörst einmal auf, sonst ist die Nosen mit weg. Jo, Vorführeffekt. Jo, ich glaube, beim Glambrennen ist es ein wenig zu kalt draußen. Es war ein Fehler, ich habe noch zu bald mit raus. Aber es hat funktioniert. Ich habe mir jetzt einfach einen Brand gesteckt auf einer Seite. Einfach davon an durch die Lücken reingehalten, wie ich es gezeigt habe. Und ja, jetzt fängt es da das Rang an. So ganz leicht. Das wird jetzt dann langsam vor sich hin gemacht. Rüber, 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 rüber. Und irgendwann ist es da am Ende und dann ist vorbei. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob die Temperatur dann passt. Doch, ich glaube, das bleibt.
gesagt, ich glaube, dem Brenner ist es einfach bloß zu kalt draußen. Gehen wir der Seespäne, holen wir da ein bisschen auf Feuer. Es ist zu kalt. Gut. Ja, sollte passen. Jetzt könnt ihr den Sparbrand nehmen. Und stellen wir einfach bloß die Hunden in meine Schubladen rein. Zack. Schubladen reinschieben. Da oben vielleicht gleich noch ein wenig regulieren, dass dann schön im Rauch drin steht. Da unten die Klappen mal ganz leicht aufmachen, dass die Glut da ein wenig Luft kriegt. Ja, und das war schon. Mehr ist es nicht. Jetzt ist es drin. Und jetzt muss es vor sich hinqualmen machen. Ist im Moment, ist es ganz wenig. Man sieht fast gar nichts. Seht ihr schon. Aber das war dann halt noch mehr. Ja, das geht, wie gesagt, nebenbei. Neben dem Backen, neben dem Futter aussortieren, neben der Landwirtschaft. Ja, man muss schon ein wenig Spleen haben.
Warte. Du wirst Nuss. Einmal Luzi. Ist das?
guter Platzmangel. Ja, was ihr jetzt gesehen habt, das war quasi das Brötler auswiegen und Brötler schon mal vorbereiten. Dann stüpfeln. Stüpfeln wurde es, dann die Formen einpressen. Quasi in die, ja, wir können es ja Fußballbrötler nennen und in die Kaiser. Jo, und den Ofen habe ich auch noch mal durchgekrückt, die Asche oder die Glut. Bleibt jetzt noch ein wenig stehen. Die Labler müssen jetzt eh gehen, das Brot muss jetzt eine Zeit lang gehen. Hat alles ein wenig Zeit. Ich bin derweil noch mal da rauf. Da oben raucht es noch. So, so schaut es da aus. Wart schon. Ja, das dauert auf jeden Fall noch. Der raucht jetzt, wie gesagt, so ein Stück, das weiß durch. Und dann war das nämlich auch fertig. Genau. So, wie gesagt, der Ofen hat Temperatur. Das Brot ist ausgewogen. Das sind jetzt zwar Pfünderler Nussbrote, ein wenig schwerer wie Pfünderler, die hätte ich leichter auswiegen müssen. Ich hätte quasi das Gewicht von der Nuss vorher mit reinrechnen müssen. Aber das ist wurscht, die sind eh bloß für den Eigenbedarf, also ob das jetzt dann Pfünde sind oder zwei Pfünde oder drei Pfünde, interessiert kein Schwein. Nee, eigentlich mache ich keine Pfünde, das sind zwei Pfünde, so. Aber ich schwere wie zwei Pfünde, man, 2,5 Pfünde vielleicht, so oder sowas. Jo, und das andere, ich zeig's euch unten.
Ja. So, die ersten Brote sind raus. Gewürze 4 Pfünde, normale 2 Pfünde, normale 2 Pfünde. Das sind die Nussbrote. Und das sind normale 4 Pfünde. So, und jetzt sind noch lange 2 Pfünde und eine lange 4 Pfünde drin. Die brauchen einen kleinen Moment. Und dann sind wir mit dem Backen Gott sei Dank fertig. So Leute, heute haben wir mittlerweile schon Mittwoch. Und ja, ich habe so noch Nacht um eine 10, halb 11 was gewesen so. Den Käse dann aus dem Racheschrank raus. Ja, die Spirollen waren fast fertig durchgeglüht, das hat nicht mehr viel gefällt. Ich habe ihn aber dann trotzdem raus. Und ja, auf den Teller. Mittlerweile ist er ja schon ziemlich gegessen. Viel anders ausschaut oder nicht, als wie zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn euch im Racheschrank gezeigt habe. Weil so schaut er halt aus. Und ja, er hat halt dann das Raucharoma noch mit drin. Beim Beichkäse, den ich schon mal geracht habe, der hat sich halt dann deutlich in der Farbe noch geändert. Du siehst es halt dann auch extrem, wenn du den kalt rachen tust, der wird vom ja, hellgelben Ton dann so richtig goldgelb, kannst du sagen. Beim gerachten Limburger, vor allem mit Paprikamandel, siehst du da davor nichts, aber schmecken tust du das, wie gesagt. Ja, der war auf jeden Fall sehr gut. Das Brot, was ich gebacken habe, ist alles, was war. Das, was bestellt wurde, ist schon abgeholt worden. Und den Rest, ja, habe ich gleich mit eingefroren. Der ist bei uns in der Friedruhe drin. Also Vorräte wird ein wenig aufgefüllt, auch die Labler. Genau. Jo, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Das wird es dann nämlich ziemlich für das Video gewesen sein. Außer vielleicht noch eins, weil ich ja schon gesagt habe, ich habe mir noch was gegönnt. Das müsste jetzt kommen. Und das ist auch gekommen. Ja. Meiner Messe kennt ihr ja schon, die Motorhänger stecken. Und ich habe auch gesagt, ich bestelle mir noch was oder habe mir noch was bestellt. Zum Erben mit dem Messer. Das Ding ist nicht verkehrt. Da geht das Messer wenigstens nicht durch. Ja, das ist ein Kettenhändschicht. Die nachher ist ein Baumwollhändschicht noch. Und ich habe noch so Einweghändschicht dafür, dass quasi der Baumwollhändschicht nicht gleich eingesäut wird. Wofür braucht man das jetzt? Ja, wenn du mit dem scharfen Messer hantierst und wenn das Ziel ist, einmal das Schwein quasi schlachten zu lassen und die Schweinehälften selber zu zerlegen, dann
Ja, beim Zerlegen musst du ein wenig aufpassen. Da wird normalerweise mit dem Ausbein gearbeitet. Das ist jetzt das so. Und ja, die Spitzensichte, die ist saugfällig, sauscharf. Bei dem sowieso, das ist nämlich nicht die deutsche Form, sondern die amerikanische Form, soweit ich jetzt weiß. Denke ich. Auf jeden Fall, ja, wenn du da ausbahnst und du erwischt und hast auf der anderen Seite, hältst mit deinen Händen und passt nicht auf und jobst mit dem Messer durch. Wäre nicht so gut, wenn das Messer dann in der Hand drin steckt, weil, wie gesagt, die sind Rasiermesser scharf. Und da für den Hänschig und was noch bestellt ist, das wäre eigentlich heute mit Kummer, aber heute hat es Schnee draußen gegeben. Ja, und dann hat die Post auch mal gesagt, wir sind nicht anfahrbar. Ich würde mal eher vermuten, das Postauto ist bei uns in der Ordnung 3, aber gut. Auf jeden Fall, ich habe immer noch ein Stück Schürzen bestellt. Die ist auch dafür da, wenn es dann mit dem Messer erwischt und du rutscht da mal blöd ab. Dass du dich nicht selbst oder an Harakiri machst, ne? Und dich selber aufspießt, sondern auch wenn geschützt bist. Dafür ist es. Wie gesagt, der Stechschutzhandschuh ist jetzt nicht gedacht, dass du jetzt dann mit dem Messer probierst, ob du dich selber abstechen kannst oder so. Sondern, wie gesagt, das ist ein reiner Schutz, dass du erben kannst und dich nicht selber verletzen tust damit. Oder die Gefahr geringer war, sagen wir so. Das ist wichtig. Ja, und wie gesagt, mit dem neuen Messer vielleicht nicht ganz verkehrt. Weil ein normales Küchenmesser ist doch ein wenig anders scharf wie die am Messer. Oder ich sage mal, meiner alten Küchenmesser sind ein wenig anders scharf. Das Einzige, was immer recht gut gegangen ist, das ist das. Das ist auch schon ewig alt. Weil das ganze Ausbauen, was ich bislang immer gemacht habe, das habe ich mit dem Messer lange gemacht. Das ist ein richtig schönes kleines Spielzeugmesser, aber das ist auch sauscharf. Das kriege ich komischerweise auch richtig scharf im Vergleich zu den ganzen anderen Küchenmesser. Die dann einfach nichts. Aber die neue oder? Ja, doch, die ganz scharf. Genau. Jo, wie gesagt, das war es jetzt dann von meiner Seite aus soweit. Den Racheschrank muss ich auch noch sauber machen. Ich habe lediglich die Gitterinnerei in der Spülmaschine gehabt. Und meine Schubladen. Einmal ein wenig sauber gemacht, dass das auch wieder passt. Einfach mit einer Spülmaschine. Das Edelstahl, da passiert nichts, geht wunderbar. Und dann passt es. Genau. Jo. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Das war's an der Stelle. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Auch wenn es das mal halt ja, ein wenig anders war, wie sonst. Oder was anders, ich glaube schon wieder viel zu viel. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!